Black Lions. Das ist ein Taki 183. Zusammen sieht aus seinem Vornamen Taki und 183 seiner Adresse, hat er als allererster Writer in New York in den 80er Jahren Graffiti gemalt. Als Postbote ist er durch die Straße gelaufen und hat genau das Pseudonym an Dutzende und Tausende Wände gemalt. In den 80er und 90er Jahren ist Graffiti in den USA explodiert. Darum ist es auch kein Wunder, dass sich Graffiti als viertes Element vom Hip-Hop auch in Europa fest etabliert hat. Heute wollen wir herausfinden, wie Graffiti sich in der Schweizer Szene auch festgesetzt hat und besonders wie das heute in St. Gallen aussieht. Daher treffen wir zwei Writer von St. Gallen und reden mit ihnen über ihre Wünsche und Hoffnungen für die Szene. Hoi, erzähl mal, wie heisst du und wie lange malst du hast schon Graffiti? Hallo, ich bin der Michel, ich bin mittlerweile 32. Und ich habe mein erstes Graffiti mit 13 gemacht. Wie bist du denn echt darauf gekommen? Ja, inspiriert worden bin ich durch meinen Bruder. Der hat das so ein bisschen gemacht, aber nie wirklich aktiv. Aber durch ihn bin ich so auf Graffiti gestoßen und dann halt ja, über Bilder, die man auf der Straße gesehen hat. Ja. Jetzt mal so ganz kontrovers. Graffiti sind alles Vandalen, die das machen. Meinst du, stimmt das? Nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten haben sich auch geändert. Graffiti ist viel mehr in der Gesellschaft angekommen. Als ich noch angefangen habe, hat es keine Möglichkeiten gegeben, wie jetzt hier, wo man legal malen konnte. Dort hat man sich die Dose geschnappt und ist irgendwo gemalt, wo man ungestört geblieben ist. Ja. Was gibt denn dir das Hobby, dass du das wirklich schon so lange machst? Ja, es ist ein Ausgleich, wie vieles andere auch. Also andere machen Sport, gehen joggen oder vertun sich sonst irgendwie. Und für mich ist es ein Zeitvertreib, um abschalten zu können. Alles hinter mir lassen und ja, für mich etwas malen. Sich Ziel stecken, etwas verfolgen, Neues ausprobieren und immer wieder einen Schritt weiterkommen. Meinst du, ist denn das auch so wie dein grösster Reiz in diesem Hobby? So der eigene Progress immer so weiter gesehen? Das gehört sicher sehr stark dazu, aber mittlerweile ist es natürlich auch eine Beschäftigung, die man mit Kollegen macht. Man macht ab an einem Samstag, verbringt einen schönen Tag, malt ein bisschen etwas miteinander. Und ja, auch so ein kleines Gemeinschaftsgefühl, das man hat, wenn man zusammen malen geht, steht jetzt bei mir persönlich sehr stark auch im Vordergrund. Ja, du sagst, Gemeinschaft und Graffiti sind ja Crews auch ein zentraler Faktor. Von dir weiss ich, du bist aber im Dosenkult so ein bisschen organisiert. Ist das für euch wie eine Crew oder ist das für euch mehr so eine Plattform, um euch für die Szene zu engagieren? Was ist eigentlich der Dosenkult für euch? Also Dosenkult ist definitiv keine Crew. Wir sind ein Zusammenschluss von lokalen Sprayern, die sich Ziel gesetzt haben, um Kultur zu fördern, einzelne Sprayer zu fördern, Möglichkeiten zu schaffen, etwas zu anreissen in der Stadt St. Gallen. Weil, sind wir ganz ehrlich, Graffiti und St. Gallen ist eigentlich gleich null. Wenn man es vergleicht mit anderen Städten, ist sehr wenig los. Ja, schade ist halt auch, dass alle guten Künstler irgendwann St. Gallen zurückkehren oder viel. Wir sind hier in der Kitzbleiche. An der legalen Wand. Jetzt gerade wieder ein leer ausgesehen, dass sie neu gemacht wurde. Was bedeutet die Wand eigentlich für euch? Ich habe die Wand immer relativ kontrovers angeschaut. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe die Wand anfänglich boykottiert. Da, wo sie sehr schmal für die 3 Monate gestanden ist, war für mich so, ja, jetzt wird man die Szene einfach mal ruhig stellen, schaut da hinter etwas und es ist definitiv zu wenig. Es ist ja, traurig, aber wahr. Das ist der Mittelpunkt der legalen Szene in der Ostschweiz oder in St. Gallen. Es ist eine Holzwand. Nicht sehr viel Freude macht, meiner Meinung nach. Es wäre schön, wenn etwas Besseres, Grösseres und Stabileres kommen würde. Zementwand, Betonwand, irgendetwas, das verhebt. Es hat jetzt neue Holzwände gegeben und in einem Jahr werden die wahrscheinlich wieder durch sein. Nicht wirklich zufriedenstellend. So die Sachen, die wirklich cool für uns sind und uns wirklich auch eine Chance geben, zum einen Schritt weiter zu gehen. Das ist nicht von der Stadt gekommen, sondern mehr von Leuten, die von uns gehört haben. Es hat letztens einen Zeitungsartikel gegeben, wo über das auf uns aufmerksam geworden sind. Und eben, ich denke, die Arbeit mit der Stadt ist sehr wertvoll und wichtig. Aber bis jetzt noch nicht so vorgeschritten, wie wir uns das irgendwie noch wünschen. Aber wir sind sehr froh, sind wir mit der Stadt in Kontakt. Sie sind sehr wohlwollend gegenüber uns.
Aber ein bisschen mehr erhoffen wir uns schon für die Zukunft. Was für einen Wert haben denn aber legale Flächen für Szenen? Ich denke, für Einsteiger ist es eine gute Möglichkeit, um sich Zeit zu lassen, um Sachen auszuprobieren, um Fortschritt zu machen. Jetzt für mich persönlich ist es einfach, wenn ich Lust habe, um schnell etwas zu malen, gehe ich sehr gerne dahin malen. Aber schon, wenn ich mal etwas Größeres vornehme, etwas Schöneres malen will, dann kommt die Wand eigentlich nicht in Frage. Und dann reden wir vielleicht noch über die Szene in St. Gallen. Wie sieht die aus? Du hast schon gesagt, es ist klein, viel Abwanderung eigentlich. Aber gibt es einen Kern? Also, wie stellt man sich das vor? Kennen die euch untereinander? Treffen die euch? Wie sieht das aus? Ja, es gibt ein paar. Man kennt sich untereinander relativ gut, würde ich sagen. Sicher nicht alle. Aber von einem Kern würde ich jetzt nicht reden. Würdest du dann tatsächlich kontrovers sagen, die Stadt St. Gallen macht zu wenig für euch, für die Szene? Stimmt das? Das stimmt definitiv, ja. Ich mache jetzt doch schon eine Weile Graffiti. Und es hat auch schon vor 10 und 15 Jahren Versuche gegeben, um irgendeine legale Fläche hinzustellen. Und da ist eigentlich immer gescheitert, bis dann da mal gekommen ist. Da ist mal ein Anfang. Aber definitiv zu wenig, ja. Und eben von der Stadt aus ist bis jetzt noch nicht sehr viel gekommen. Vor allem, was finanzielle Unterstützung angeht. Jetzt mit Dosenkult sind wir doch in einem engeren Austausch mit der Stadt. Wir haben jetzt auch schon die ersten Möglichkeiten bekommen, in Form von Bushäuschen, die gemalt werden dürfen. Aber die Vision, die wir haben, ist natürlich schon, dass es irgendwann eine Fläche gibt, die mehr Bestand hat wie eine Holzwand. Und je nachdem auch grösser ist und vielfältiger. Und cool wäre natürlich auch verschiedene Orte. Man hört eben vielleicht auch von diesen Ämtern immer so die Gegenmeinung, legale Flächen, das fördert ja gleichzeitig auch das illegale Malen, weil ja eben mehr dann mit dem in Kontakt kommen. Kannst du dem zum Punkt zustimmen oder bist du da ganz anderer Meinung? Jetzt rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, das stimmt definitiv nicht. Weil durch mehr legale Flächen entstehen mehr Möglichkeiten, um es auch legal auszuüben, Graffiti. Die Qualität steigt sicher, was auch im Sinn ist von der Öffentlichkeit. Ich meine, illegale Spreiereien, die gibt es, die wird es immer geben. Ich bin überzeugt davon, die wird es nicht mehr geben, wenn es mehr legale Flächen hat. Als Beispiel gibt es hier Chur, wo dort in den letzten Jahren sehr viel gemacht haben und glaube sehr genau belegen können, dass Graffiti im illegalen Bereich nicht zugenommen hat. Ich glaube sogar gegenteilig, es hat eher abgenommen. In dem Fall würde ich sagen, Chur ist eigentlich schon eine Idealvorstellung für euch, also eigentlich für eure Vorstellung, wie sich das entwickeln könnte. Ja, definitiv, ja. Das ist sicher der nächste Step. Inwiefern das da möglich ist, das wird sich zeigen in den nächsten paar Wochen, Monaten und Jahren. Aber es wäre natürlich schon schön zu sehen, dass sich so ein bisschen die Richtung entwickelt. Vielleicht noch so abschliessend. Wenn jetzt ein junger Writer, der noch nicht viel Erfahrung hat, vielleicht erst auf dem Blatt gesketcht hat, was würdest du ihm empfehlen, jetzt, wie er jetzt seine nächsten Schritte ein bisschen weitergehen, wenn er das Graffiti interessiert? Ja, da gibt es viele verschiedene Meinungen. Eben, in St. Gallen sind wir leider nicht so weit, dass gewisse Regeln herrschen an einer Wall of Fame. Also in Basel, Zürich ist ganz klar, gewisse Bilder, die lässt man als Anfänger in Ruhe. Die sind wie tabu zum Übermalen. Nichtsdestotrotz sollen sich die ausprobieren können. Für das braucht es sicher auch mehr Fläche. Ja, das Wichtige ist sicher dranbleiben, sich inspirieren lassen, aber nichtsdestotrotz nicht Sachen kopieren, abzeichnen, sondern sich einfach gewisse Sachen für sich herausnehmen und etwas selber entwickeln. Und ja, da braucht sehr viel Geduld. Das ist, glaube ich, so das A und das O, wenn man anfängt mit Graffiti. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Merci vielmals. Sehr gern. Ja.